Herzlich willkommen bei der Stiftung Rosenkreuz. Mein Name ist Frank Sass und ich möchte heute die Gelegenheit ergreifen, einen Nachtrag zu meinem Video, meinem Interview mit Dr. Jürgen Axer über Auroville zu liefern. Und zwar hat mich bei der Beschäftigung mit Auroville das Matrimandir besonders fasziniert. Das Matrimandir ist das zentrale Heiligtum in Auroville, ein großer Tempel, der im Prinzip der Mutter geweiht ist. Die Mutter, das war Mira Alfassa, die Mitarbeiterin von Sri Aurobindo. Und sie wird auch gesehen als eine Inkarnation der göttlichen Mutter. Ich habe vor, über diesen Aspekt, da weiß ich jetzt zu wenig drüber, noch ein Interview mit einer Frau zu führen, die zeitweise in Indien in Auroville gelebt hat und die sich besonders mit diesem Aspekt der göttlichen Mutter, des göttlich-weiblichen, auseinandergesetzt hat. Das Matrimandir, wie gesagt, wird als Tempel der Mutter gesehen, aber ich sehe in der architektonischen Symbolik dieses Tempels ganz viele Parallelen zur Lehre des Rosenkreuzes. Und zwar nicht so sehr, gerade in der Symbolik eben, nicht so sehr, dass die Lehre von Sri Aurobindo, der Lehre des Rosenkreuzes, jetzt besonders ähnelt, sondern vielmehr, dass die Symbolik, die auf einer tieferen, auf einer seelischen Ebene Realität ist, dass da sehr viele Parallelen und Ähnlichkeiten sind. Und zwar gibt es in der Lehre des Rosenkreuzes den Aspekt des Mikrokosmos. Die Rosenkreuzer gehen davon aus, dass wir in einem kugelförmigen, feinstofflichen System leben, was ca. 35 Meter Durchmesser hat und was wir eben als Mikrokosmos bezeichnen. In diesem System finden verschiedene Wirksamkeiten statt, astrale, ätherische etc. Und der Mikrokosmos ist begrenzt von etwas, was wir als Lipika bezeichnen, als ein aufzeichnendes System. In diesem System wird im Prinzip all das, was wir denken, wollen, fühlen und handeln, aufgezeichnet. Das ist das, was wir als Karma üblicherweise bezeichnen. Das wird in diesem Lipika-System aufgezeichnet. Und wir als Menschen, als Persönlichkeit inkarnieren jeweils in einen solchen Mikrokosmos, in dem das Karma all derer aufgezeichnet ist, die schon vor uns in diesem System gelebt haben. Und das ist eben im Prinzip unser Karma. Man bezeichnet den Mikrokosmos eben als Mikrokosmos, weil es ein Abbild des großen Kosmos ist und weil diese magnetischen Punkte in der Lipika auch eine Korrespondenz zu dem makrokosmischen Zodiak zum Beispiel haben, zu den Kräften aus dem Tierkreis, sodass der Mikrokosmos die Kräfte aus dem Makrokosmos, aus dem Zodiak empfängt, aufnimmt und an uns als Persönlichkeiten in unser Seelensystem letztlich reflektiert. Und andererseits aber auch ein ausstrahlendes Vermögen da ist, dass eben das, was wir sind, nach außen in die Welt ausgestrahlt wird. Man sieht also, dass diese Lipika in zwei Richtungen funktioniert, empfangend und ausstrahlend. Wenn wir uns jetzt das Matrimandir angucken, dann sehen wir einen kugelförmigen Tempel, der ca. 35 Meter Durchmesser hat. Und auf der Außenhülle dieses Tempels sind parabolische Schalen angebracht, die sowohl nach außen als auch nach innen zeigen. Immer eine Reihe zeigt nach außen und eine Reihe zeigt nach innen. Im Zentrum unseres Mikrokosmos befindet sich das Geistfunkenatom oder auch der Gottesfunke. Dieses Zentrum ist identisch mit der Position unseres Herzens. Also der Gottesfunke wird deshalb bei uns auch als die Rose des Herzens bezeichnet.
wenn ein Strahl göttlichen Lichtes in unser Herz eindringen kann, weil wir uns dafür öffnen, weil wir dafür offen sind, dann kann dieses Licht über den Gottesfunken in unsere Seele reflektiert werden und es wird Licht in unserem Herzen. Wir erfahren dann in unserer Persönlichkeit, es ist Licht geworden. Wir erfahren Einsicht, Erkenntnis und wir empfinden unter Umständen auch mit etwas verbunden zu sein, was größer ist, was höher ist als das, was wir selber nur sind. Die Seele hat 5 Aspekte in der Lehre des Rosenkreuzes und wird deshalb als Pentagramm dargestellt, als 5-zackiger Stern, also Pentalpha eigentlich. Wenn wir jetzt das Matrimandir anschauen, dann stellen wir fest, dass der Querschnitt der inneren Kammer ein Pentagramm ist, ein Fünfeck. Im Zentrum dieses Fünfecks befindet sich eine gläserne Kugel, die circa 1 Meter im Durchmesser misst. In der Decke des Matrimandirs ist eine Öffnung, durch die mit Hilfe einer Vorrichtung ein Lichtstrahl der Sonne in das Innere der Kammer reflektiert wird. Dieser Lichtstrahl trifft genau die Glaskugel im Zentrum und die wird dadurch erleuchtet. Und das ist im Grunde die einzige Lichtquelle in diesem Raum. Dieser Raum, diese Kammer, dieses Heiligtum des Matrimandirs wird durch einen Sonnenstrahl erleuchtet, der durch die Decke in diese Kammer fällt. Wir sehen also im Prinzip hier eine architektonische Darstellung der Erleuchtung unseres Gottesfunkens durch die Reflexion des göttlichen Lichtes in unsere Seelenkammer, in unsere innere Kammer des Herzens. Und da wird dann der Gottesfunken erleuchtet, beziehungsweise die Rose des Herzens kann erblühen. Unser Seeleninnenraum wird vom Licht des göttlichen Geistes erfüllt. Ich wollte an dieser Stelle ein Bild dieser Kammer zeigen, respektiere aber, dass die Auroville-Community es nicht so gerne sieht, dass Bilder aus ihrem zentralen Heiligtum so in der Öffentlichkeit kursieren. Es wird am Ende des Videos noch einen Link geben. Da ist ein YouTube-Video zu sehen und da kann in diesem Video kann man sehr gut sehen, da gehen 2 Personen in dieses Matrimandir hinein und man kann die ganze innere Architektur da so ein bisschen sehen. Die Glaskugel im Innern des Matrimandirs ruht auf einem 4-eckigen Sockel. Jede Seite des Sockels ist mit dem Symbol oder dem Siegel von Sri Aurobindo verziert. Dieses Symbol, dieses Siegel besteht aus 2 Dreiecken, die ineinander stecken und damit ein Hexagramm, ein Sechseck bilden. Und im Zentrum dieses Hexagramms ist eine Lotusblüte in einem Wasserfeld. Das Hexagramm besteht also aus 2 Dreiecken, 1 mit der Spitze nach oben und 1 mit der Spitze nach unten. Wir kennen diese Darstellung auch als Davidstern, der in der jüdischen Religion eine zentrale Rolle spielt. Er symbolisiert im Grunde das nach oben Streben des irdischen Menschen, der wir sind, und die Einsenkung des göttlichen Geistes in uns, die eben unserem Aufwärtsstreben entgegenkommt, uns berührt. Und da, wo diese Begegnung stattfinden kann, erblüht der Lotus oder die Rose in unserem Herzen. Dieses Streben des menschlichen Aufwärtsstrebens und das Göttliche, was sich einsenkt, ist letzten Endes auch bei den Rosenkreuzern in dem Rosenkreuz symbolisiert. Das Rosenkreuz besteht aus diesen beiden Balken, dem horizontalen, der im Grunde das Irdische symbolisiert, das Zeiträumliche, dass die Welt, in der wir leben, das, was wir sind, und die vertikale Einsenkung des Göttlichen in dem vertikalen Balken. Da, wo sich diese beiden Bewegungen begegnen, berühren, kreuzen, dort kann die Rose am Kreuz erblühen, in unserem Herz, in unserem Seelenwesen.
In die zentrale Kammer des Matrimandir führen zwei Treppen, die spiralförmig gegenläufig nach oben führen. Diese beiden Treppen sind im Prinzip eine Abbildung der Kundalini-Schlangen, die als astrale Kräfte sich um unsere Wirbelsäule winden und die in den Tempeln des Rosenkreuzes als Merkurstab dargestellt werden. Im Zentrum unserer Tempel befindet sich ein Wasserbrunnen, ein marmorner Brunnen mit einer Rose, einer marmornen Rose im Zentrum, die im Grunde eine große Ähnlichkeit zeigt zu dem Bild im Zentrum des Siegels von Sri Aurobindo, wo die Lotusblüte in dem Wasserfeld existiert. Aus meiner Sicht zeigt das diese ganze Parallelität in der Symbolik, dass die Lehre Sri Aurobindos und die des Jan van Reijkenborgs zwar in ihrer Ausformulierung sehr unterschiedlich sind, dass aber beide spirituelle Lehrer aus dem gleichen Quell universeller Wahrheit geschöpft haben, was sich eben in der Ähnlichkeit der Symbolik darstellt. Ich möchte abschließend noch einen dritten spirituellen Lehrer darstellen und zitieren, nämlich den deutschen Bo Yin Ra. Bo Yin Ra hat in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts in Görlitz gewirkt. Er hat dort eine Künstlergemeinschaft, er war auch Maler, er hat eine Künstlergemeinschaft dort um sich geschart und er ist dann später in die Schweiz ausgewandert und hat dort das Dritte Reich überlebt. Bo Yin Ra hat in seinem Buch Das Gebet von 1926 einen Text geschrieben, den ich sehr bemerkenswert finde und der diese gleiche Thematik auch sehr gut behandelt. Er hat geschrieben, dass unsere Seele eigentlich das einzig wirklich Wahrnehmbare für uns ist. Die Seele wird aus dem ewigen Ozean der Seelenkräfte gebildet und sie hat um den in diesem Ozean versenkten Geistesfunken ihren Kristallisationsmittelpunkt. Die Seele, das Zentrum der Seele ist der Geistesfunken. Die Wahrnehmung des eigenen Geistesfunkens ist nur möglich, soweit wir Seele sind. Und nur durch die bis ins Geistige eindringenden Kräfte der Seele, die als ihre Fühler betrachtet werden könnten. Alles Geistige, was unser Erdenbewusstsein erreichen will, muss ihren Weg nehmen über den ewigen Geistesfunken in uns. Dort wird es durch die Fühler der Seele empfangen und über die Seele unserer Gehirnmembran mitgeteilt. Wir als Persönlichkeitsmenschen können Geistiges also nur wahrnehmen, soweit wir Seele sind. Und über die Seele, die verbunden ist mit dem Geistfunken, kann aus dem Geistigen der Lichtstrahl die Seele, den Geistfunken berühren, das Licht über den Geistfunken in die Seele wirken. Und dort wird es von unserer Persönlichkeit wahrgenommen oder kann wahrgenommen werden. Es ist nun auch so, dass umgekehrt die Seele auch offen ist in Richtung des Irdischen. Und wie er sagt, dass die Seele ein unsagbar subtiler Organismus ist, der durch die äußeren Wahrnehmungen des irdischen Lebens fort und fort erschüttert wird und zum Mitschwingen gebracht wird. Das setzt die Aufnahme der Seele für Geistiges sehr stark herab und kann zuweilen für eine längere Zeit sogar zu einer Lähmung der Seele führen. Wer das schon in sich erfahren hat, kann nachvollziehen, wie die Lähmung der Seele wieder auf das Gehirnbewusstsein zurückwirkt. Und so besteht eine immerwährende Wechselwirkung im Innern des Menschen und eine Hygiene der Seele ist nicht weniger wichtig als hygienisches Verhalten in Bezug auf unseren Körper und seine Organe. Wir brauchen also eine ständige geistige Erneuerung im Sinne einer Erneuerung der seelischen Spannkraft, damit die Seele
Geistiges aufzunehmen und weiterzuleiten fähig bleibt. Soweit Bhojin Ra. In der Stille eines Tempels wie dem Matrimandir können wir die Begegnung mit dem Göttlichen erfahren. Wenn wir es schaffen, auch in dem seelischen Innenraum die Stille zu wahren, dann erblüht die Rose am Kreuz oder der Lotus im Hexagramm. Wir können das Licht aus dem Gottesfunken erfahren. Vielen Dank fürs Zuhören.